Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich merke, ich habe kein Coronavirus, ich bin einfach nur ein bisschen erkältet. Ich muss entsprechend was dagegen tun. So, dieses Video habe ich auf Instagram schon angekündigt. Und zwar wisst ihr ja, dass ich eine dreiwöchige Auszeit hatte und die habe ich mir auch ganz bewusst genommen, weil ich gemerkt habe, dass ich Dinge in meinem Leben verändern möchte und noch nicht genau wusste, was das sein soll, wo es hingehen soll. Und deswegen dachte ich, muss ich mal 3 Wochen komplett aus allem raus, halt auch 3 Wochen nicht arbeiten, um einfach den Raum in meinem Kopf zu schaffen, um sich darüber Gedanken machen zu können. Und ich bin nach diesen 3 Wochen mit einigen Vorhaben wieder nach Hause gekommen. Hatte jetzt auch die ersten Tage, um zu schauen, wie kann ich meine Vorhaben umsetzen, und möchte euch jetzt zum einen ein paar meiner Vorhaben erzählen, nicht alle, ein paar, und dann erzählen, wie ich konkret das im Alltag umsetze und vor allen Dingen, wie ich sicherstelle, dass ich da auch dranbleibe. Starten wir aber mit einigen Beispielen, was ich mir so vorgenommen habe. Und zwar sind das manchmal so ganz banale Dinge, für mich sind die aber weltenverändernd. Und zwar das eine, was ich bisher auch jeden Tag geschafft habe, ist, früh immer sofort aufzustehen. Ich war tatsächlich so ein Mensch, der die Augen aufgemacht hat und dann nochmal eine Stunde geschlafen hat. Jetzt stehe ich tatsächlich meistens gegen 6 auf. Und so bekloppt das klingt, es tut mir so, 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 so gut. Sofort in die Gänge zu kommen, viel, viel mehr gleich am Morgen zu schaffen, wo ich halt einfach auch die meiste Energie und die meiste Motivation habe. Also das war ein Vorhaben, früh immer gleich aufzustehen. Das habe ich bisher auch sehr gut geschafft. Das zweite ist, von Montag bis Freitag, ich habe das ganz bewusst manchmal so eingegrenzt, jeden Tag spazieren zu gehen. Und zwar, das ist ja was ich schon längere Zeit immer mal wieder gemacht habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass sich meine Laune, die Gestaltung meines Tages komplett verändert, wenn ich vorher draußen an der frischen Luft war. Und ich habe das dann immer mal wieder ein paar Tage gemacht, dann war entweder schlechtes Wetter, ich habe es aus irgendwelchen anderen Gründen nicht geschafft. Und ich habe mir ganz konkret angeguckt, was waren die Gründe, warum ich es dann nicht mehr gemacht habe, und habe die so ein bisschen ausradiert. Damit ich das jetzt wirklich schaffe, von Montag bis Freitag bringe ich die Kinder in den Kindergarten und dann gehe ich sofort erstmal eine halbe bis eine Stunde, je nachdem wie ich halt auch Zeit habe, draußen spazieren an unterschiedlichen Orten. Und dann beginne ich erst meinen Tag. Und da kommt mir wiederum zugute, dass ich ja früh eher aufstehe, dass ich mir das da auch zum Beispiel möglich mache. Dann habe ich in den 3 Wochen mit Tai Chi angefangen. Und im Tai Chi, also zum einen möchte ich einen Tai Chi Kurs belegen in naher Zukunft. Und dann, wer sich ein bisschen mit Tai Chi auskennt, gibt es die 8 Brokate. Das sind halt 8 Übungen, die man so nacheinander macht und die man auch täglich machen sollte. Und die dauern so, ich habe noch nie auf die Uhr geguckt, aber ich glaube so 7 bis 10 Minuten ungefähr. Und das war ein Vorhaben von mir, diese 8 Brokate täglich zu machen in Kombination. Also das ist jetzt ein Teil aus 3 Sachen. Ich mache dann immer erst diese 8 Brokate, dann meditiere ich 10 bis 15 Minuten und dann mache ich nochmal eine Klopfrunde EFT. Und diesen Abschnitt täglich zu integrieren. Das schaffe ich tatsächlich nicht 7 Tage die Woche, aber zumindest 5 Tage die Woche. Und das ist auch schon völlig in Ordnung. Tai Chi hatte ich schon gesagt. Genau, und dann hatte ich noch so ein paar Sachen wie, dass ich mir konkrete freie Tage nehmen muss und freie Wochenenden nehmen muss. Und das heißt nicht nur, dass ich nicht arbeite, was schon ziemlich schwierig ist, dass ich tatsächlich nicht arbeite an diesem Tag, aber das heißt auch, dass an diesem Tag nicht geputzt wird und nicht eingekauft wird, zum Beispiel. Und sowas ist ein Vorhaben von mir, das in Zukunft mit zu integrieren. Genauso wie einfach mal das WLAN auszuschalten. dann sind noch ein paar andere Sachen so auf meiner Liste, aber das waren jetzt mal so ein paar Beispiele. Und jetzt kommen wir zu dem wahrscheinlich wichtigeren Punkt in diesem Video. Was habe ich mir jetzt überlegt, wie ich das natürlich auf lange Sicht umsetze? Weil gerade am Anfang sofort damit zu starten, da ist man noch motiviert und so, ne? Das fällt einem meistens leicht. Aber wie macht man das dann hinten raus? Zum einen ist das Thema Reflexion ganz, ganz wichtig. Darüber habe ich schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich euch hier gerne nochmal. Einfach zu schauen,
mache ich das eigentlich noch ganz konkret? Also da so gewisse Ankerpunkte im Alltag zu haben, die mich daran zu erinnern, zu überlegen, mache ich noch jeden Tag die 8 Brokate, gehe ich noch jeden Tag spazieren, stehe ich noch früh auf? Das ist erstmal was ganz, ganz Wichtiges. Das Zweite ist, dass ich mir in meinem Kalender, also ich habe so einen festen Kalender, den ich jetzt hier nicht liegen habe, ich habe mir 2 Briefe geschrieben und die liegen jeweils im Mai und im Oktober in meinem Kalender, in einem verschlossenen Umschlag und zu diesem Zeitpunkt lese ich dann die Briefe und in diesen Briefen stehen nochmal meine Vorhaben und es steht aber auch drin, warum ich das unbedingt machen wollte, falls die Motivation irgendwie so auf dem Weg verloren gegangen ist. Das ist das Zweite. Und das Dritte, was ich mache, ist, ich habe mit noch 2 Freundinnen eine WhatsApp-Gruppe und die haben sich auch Dinge vorgenommen, die sie verändern möchten. Und diese Gruppe ist einfach da, um zu erzählen, wie läuft es gerade, womit hat man vielleicht Schwierigkeiten, dass die anderen auch mal wieder nachfragen, na, wie sieht's aus, hast du in den letzten Tagen mal Tai Chi gemacht? Oder wenn man mal sagt, boah, jetzt habe ich eine Woche lang gar nichts gemacht, wie komme ich jetzt wieder rein? Also um sich da auch so ein bisschen gegenseitig zu unterstützen, zu supporten, zu motivieren. Und das sind so die 3 Dinge, die ich für mich anwende, die ich sehr empfehlen kann, wenn man einfach Vorhaben umsetzen möchte, wenn man Ziele erreichen möchte. In den Kommentaren würde mich jetzt sehr interessieren, was ihr noch für Tipps geben könnt, wie man wirklich an seinem Ziel dranbleibt, seine Vorhaben wirklich umsetzt. Hat ja jeder nochmal so seine eigenen Sachen, was er da gerne macht. Dann gibt es sehr, sehr gerne der Community weiter. Das würde mich sehr freuen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, es hat euch weitergeholfen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!